System fährt hoch. Ladevorgang läuft. Dateien werden geladen. So, hallo Landi. Landi? Servus. Ich hatte extra einen Stift zwischen den Zähnen, damit ich nicht im Teaser da dazwischen. Ja, war. Ich habe auch gerade vergessen, die Aufnahme. Ich habe die Aufnahme zu spät gestartet, muss ich später erst noch zurechtschneiden. Weil wir nehmen jetzt nur noch die Spiele einzeln auf. So. Ja, oder ich nehme die Aufnahme aus dem Dings. Kann ich auch machen. So, Landi, schön, dass du wieder mal hier bist. Weißt ja, immer wenn der Marc spielt, darfst du. Hallo Xtrem, schön, dass du da bist. So, keine Ahnung, was hier passiert. Ja. Gucke mal, Bauhilfe, jetzt ist die Frage, ob das Attrappen sind, welche Fraktionen das sind, das ist komisch. Siehst du das? Ja. Keine Ahnung. Das scheint das Einzige. Ach du Scheiße, das ist wie so eine Tower Defense Map. Da fahren ja Autos. Naja. Ach, jetzt weiß ich, was das für eine Karte ist. Das hat mir Prof mal gezeigt. Er hat mich mal gefragt, ob das aussieht wie eine Autobahn. Ich vermute mal, Alter, was ist mit den Sammlern los? Ich vermute mal, dass die Bauhöfe hier zum Einnehmen da sind. Die anderen. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst gucken soll. Ja, gute Frage. Also. Ja, so, wir fangen mal an. Oben rechts haben wir den Numerino in Blau, in Dunkelblau. Ja, der ist Ali, sieht man gerade. Wir haben ja auch ein Kristallfeld, da ist auch ein Radarstörer drin. So, dann haben wir hier in Hellblau den Merlinix, auch die Alis. Ja, der probiert sich ja schon durchzuschießen. Oben links in Grün, der ist Silent, ich glaube, das ist Sowjets, ja. Dann haben wir hier unsere Autobahn, die schon sehr geil ist. So, und dann haben wir in Rot der Mark. Der ist Alliierte. Den Prof in der Mitte hat auch die Allies, hat aber auch beide Bauhöfe jetzt schon eingenommen. Unten rechts der Martin 2 in Orange. Der Alu, nicht der Prof. Ach, meine ja. Was hat der mit dem Bauhof gemacht? Hat er den zerstört? Ich weiß es nicht. Ganz oben links war auch was zerstört. Ich nehme an, zu viel drauf geschossen, vergessen zurückzuziehen. Es kann sein, weil irgendwie hat Martin keinen anderen Bauhof bekommen. Und alle anderen haben das irgendwie. Obwohl, warte mal, Prof schreibt gerade nur Alu seiner, der Rest ist Attrappe. Ah. Das ist ja gemein. Ja. Aber warum hat Mark denn hier zwei? Tja. Ach so, der ist rot. Der eine ist hier bestimmt rot, den hat er noch nicht kaputt geschossen. Oder okay, wer weiß. Okay, und da hat er seine Farbe hat. Ja. Krass, aber guck mal, die Sammler scheinen schneller zu fahren, siehst du das? Ja, auf der ganzen Karte, auf der Autobahn siehst du es ja auch, dass sie viel schneller unterwegs sind. Okay, der Upgrade möchte ich für meine Sammlung. Marc gehören alleine in Rot. Hallo Kevin. Ja, das ist ja sehr interessant. Na, da bin ich ja gespannt, was hier unser lieber Prof, der sich mal wieder übelst die Mühe gegeben hat und gerade von der Arbeit aus zu gucken. Hallo Prof, schön, dass du da bist. Er hört ohne Sound. Ach, er hört ohne Sound. Na schade. Ja, könnt ihr mal dem Prof ein paar Herzen da lassen. Im Chat hat er sich mal wieder selbst übertroffen, was er hier gemacht hat vor allen Dingen. Es ist immer wieder geil zu sehen,
was du machen kannst. Ne? Wenn du jetzt überlegst, die Wege sorgen ja schon dafür, dass die Sammler ja auch schneller fahren. Kannst ja auf den Wegen, kannst du ja den Speed noch einstellen. Okay, Prof hat gerade gesagt, er hört alles. Oh. Da kann ich nur hoffen, dass er nicht gehört hat, als ich mich über ihn ausgelassen habe. Das kann natürlich sein, so der Alubautenspion. Aber Alu ist der Einzige, der sich nach oben ausbreitet, oder? Oder sind das die Fahrzeuge? Naja, baut da so ein bisschen dran vorbei. Ich bin halt gespannt, was hier noch so passiert oben links. Also Silence. Oh, eine Bombe ist hochgegangen. Hier oben ist schon so ein bisschen ja Frontenkrieg, Silent und mehr Linux. Oh, da hat er seine Raketenboote schon in Stellung gebracht. Ja, Silent. Muss er aufpassen. Atomwaren. Wo denn? War das ein Bierwaren? Ah, warte mal, ich glaube, die wollen hier zur Autobahn und dann hat es Bumm gemacht. Hier ist nämlich gerade eine Artillerie gefahren. Oh. Also sind das Atomgeschosse. Ach, du meinst die V2? Ja. Oh. Ein Prof schreibt gerade, ach ja, die Schiffe haben keine Waffen. Was geil! Und da hat hier übelst gefeiert, dass sie Schiffe bauen. Ach ja, die haben keine Waffe. Ja. Wie geil ist das denn? Okay, das wird noch sehr interessant hier. Hier fährt gerade der Bauhof hoch. Ich denke mal, das untere Erzfeld hier, das wird nie leer gehen, so wie es aussieht. Die Sammler sammeln wie blöde. Das ist ganz kleine da. Naja, ich glaube, das geht nicht leer. Martin hat keine Kohle. Warum nicht? Er baut wahrscheinlich zu viel. Martin ist orange. Martin, aber Martin hat auch beide Technologien. Oder können die alles bauen? Die können wahrscheinlich alles bauen am Panzer, war ja. So sieht es aus, weil unten links bei Mark, der hat auch Sowjet. Hat auch Ali gebaut. Also man merkt, Prof übertreibt es wieder sehr gerne. V2 schießt eine Atomrakete mit 5000 Schaden. Prof, ich brauche dieses Upgrade bitte auch für meine V2. nur für Landi. Nur für mich, genau. Und dann nehme ich Alis, weil ich es vergessen habe. Das wäre auch typisch. Aber das ist hier schon sehr interessant, ne? Dass es heißt, sie haben keine Waffen. Ja, da so ein dicker Kreuzer lang und... Ja, vor allen Dingen, weißt du, was die da in Kohle rausblättern? Ja, ganze Menge. Die Sammler fetzen gut rum, ja. Du warst halt noch in der Spezialliga drin, ne? Das kann man sich alles mal so, die ganzen Möglichkeiten für die nächsten Spezialligen, kann man sich alle nochmal aufheben und sagen, okay, gut, das kann man da nochmal reinbauen, ne? Das ist schon geil. Was halt wirklich so ein altes Spiel immer noch möglich macht, ne? Mit ganz einfachen Mitteln. Das auf jeden Fall. Und der Spielspaß ist ja trotzdem noch da. Ja, aber die Autobahn fetzt immer noch. Was hat sich doch, außer Merlinix, hat sich wirklich keiner dahin getraut, ne? Zur Autobahn. Hm. Und doch, hier war mal was. Ein riesen Krater, Alter. Die Frage ist, wann kämpfen sie sich durch? Weil sie müssen sich ja irgendwann durchkämpfen, ne? Weil ist doch relativ leicht mit Mix oder. Ja. Ich sage, also, da mache ich mir jetzt die wenigsten Gedanken. Ich bin halt gespannt, wie sich dann Silent und Merlinix oben eigentlich gegenseitig verfluchen, weil keins ihrer Schiffe schießt. Ja. Da würde ich gerne Mäuschen spielen. Ja. Ah, Mark will hier schon wieder den Alu rausnehmen, weil das schon wieder man die sein lassen kann. Es wäre natürlich lustig, wenn Alu, weil das Geburtstagskind einfach mal noch irgendwelche Specials drin hat, dass er einfach viel mehr Schaden aushalten könnte. Das wäre lustig. So wie Brock das reingeschrieben hatte, sollte es eigentlich so sein, dass nur Alu einen zusätzlichen Bauhof hat. Aber ich will es halt nicht, wie
wie das dann so zu gewährleisten ist, wenn du eigentlich so viele hast, wo der davor die Start. Ach, deswegen sollte Ardu sich als einzigster positionieren. Mhm. Alles klar. Alles klar. Habt ihr gesehen? Das war die V2. Für mich ist es ein bisschen verwirrend, weil ich gucke mir ja nur den Stream an. Und du erzählst vom Ereignis, gehst mit dem Stream hin und hä? Ach ja, gut, da gibt es ja auch die Verzögerung. Ja. Ja, und hier oben rechts. Da wären noch mehr Schiffe. Ja, hier oben rechts und die verstehen wahrscheinlich auch gerade nicht, was ist. Oh. Und unten tut der Alu irgendwie mit Mark kollidieren. Nee, der Alu fährt da mit Panzer rum. Und die V2 schießen. Alter. Ich finde das schon geil, dass die hier massig Schiffe haben. Aha. Das geht nix. So ein Feuerball, Junge. So, Ziresen rum. Oh, da ist irgendwas explodiert nach 10 Minuten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Alter, die haben nicht die Special Bunker drin. Welche Bunker? Na, der Bunker hier, die schon wieder Special Feuer machen. Irgendwas hat gerade übelst gerumst, mehrmals. Doch, das sind die Bunker aus dem Weihnachts-Event-Special, wenn du dich erinnerst. Ja, die müssen alle bauen. Ah, komm, schieß. Warum wird Mark nicht angegriffen von Rot? Noch nicht nah genug, oder weil er rot ist. Hä? Ich hoffe nicht. Die Panzerschiffe machen das Geräusch scheinbar so ein bisschen. Die schweren Panzer. Alter, was ist das? Das sind die Arbeitsangriffe von den kleinen Panzern. So, was haben wir denn jetzt gerade hier reingekriegt? Philipp und Nutella, vielen Dank für eure Subs. Und da kommt der Hype Train. Dankt euch! Alle die was bekommen haben. Was für Rammelkisten, ja. Vielleicht mit der Ameisenschreiter. Ja, L-Town, schön, dass du da bist. Uns geht's gut. Ja, die mittleren sind der Sniper. Aha. So, jetzt sind wir hier aber bei Alu, wo noch nicht so viel passiert. Was ist denn hier oben los? Da ist so ein bisschen. Das sind die Werften weg. Ja, haben sie gemerkt, dass blöd ist? Aber sie greifen nicht wirklich an, ne? Sie stehen halt bloß rum. Ah ja. Und Na, der Mammut vom Alu, der hat eigentlich auch massiv Schaden ausgeteilt. Ja. Guck mal, hier steht ein Sammler. Der hat eine Panne. Scheiße. Krachen die jetzt aufeinander? Weiß ich nicht. Nee, gerade drumherum geslidet. Die Frage ist, was passiert, wenn sich Martin in den Weg stellt? Komm, und, Martin, vertrau dich. Bunny. Aber er traut sich nicht, hat's mitbekommen. Ja. Bunny, schön, dass du da bist. Und zum ersten Mal hier bei uns schreibst. So, weggeschossen. So, da kommt ein Sammler. Ach, schade. Alter. Krass. Ah, Mammut von Jesus. Hier ist schon wieder Action beim Alu. Der Mark kann's einfach nicht lassen. Und der Martin will jetzt hier oben rein. Ich bin auf die Tesla gespannt. Ein Schuss, wupp, Basis vom Mark weg. Ja, ich finde halt. Mark ist halt immer der Spielverderber ist. Das wissen die Leute aber. Ja. Deswegen ist es halt ein bisschen schade, dass der Mark direkt neben den Alu
gelandet ist, weil beispielsweise der Martin ist einfach mal hochgefahren. Mhm. Einfach mal. Oh, Feuerbälle! Was hat denn da gerade Feuerbälle geschossen? Der BMT! Ja. Alter, ist hier was los, ey. Was könnte der Martin für sich entscheiden? Mhm. Ja, davon wird er sich nicht erholen, von dem Schlag. Nee, der Numerino nicht, nee. Das kriegt er nicht. Kriegt er nicht gehalten. Die restlichen sitzen einfach mal so ein bisschen rum. Und hier Marc schon wieder beim Alu dran. Ich verstehe nicht, warum Alu nicht mal die Bunker baut. Der Alu scheint, der hat keine Kohle, aber bauen tut er, glaube ich, nur die leichten Panzer noch. Ja, ist mal wieder der Zwegert, ne? Okay, und warum drücken wir die ab? Okay. Ja, und der Markt nimmt den Alu raus. Das gebot das Kind. Schade. Kann er sich wieder nicht zusammenreißen. Vielleicht sollten die Leute zukünftig überlegen, den Marc bei sowas mitspielen zu lassen, weil der Marc sich einfach nicht zusammenreißen kann. Ja, Kevin, ich find's auch doof. Aber das ist halt immer wieder nicht das erste Mal. Und da verstehe ich auch den Cutter, dass er da immer wieder sagt, dass der Marc immer wieder aus der Reihe tanzt. Sie gönnen dem Geburtskind halt nichts, ne? Ich verstehe aber nicht, warum Martin den Angriff auf Numerino abgebrochen hat. Hat er? Naja, der hat seinen Einhecken und Blitz zurückgezogen und geht jetzt auf Alu. Ah, vielleicht hat sich Martin gedacht, da komm, ich muss mal den Dings aufhören. Ich hoffe halt nur, dass der Alu noch einen Bau aufbauen könnte, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der hat keine Werkstatt gehabt, ne? Ja, und der Martin macht jetzt hier mal einfach mal den Marc noch mal so ein bisschen, ne? Und es bewegt sich auch mal ein Silent. Silent bewegt sich jetzt auch mal. Aber ich würde sagen, der Martin ist eigentlich gerade die Rettung für den Alu. Ja. Wie gesagt, oben machen sie ja gerade nicht viel. Silent und Merlinix stehen gerade still. Mhm. Der Numerino musste sich schon verteidigen. Aber guck mal, was da Alu an Kohle hat. Und er macht nichts damit. Ja. Ja, der Alu muss gucken, dass er noch eine Werkstatt gebaut kriegt. Jetzt fährt der Martin da rein. Oder will er sich halt verteidigen? Ich weiß es nicht. Ja, Alu ist raus. Ja. Ja, jetzt nehmen sie ihn raus. Oder? Nee, er fährt wieder zurück. Ja. Das ist ein Spion, ne? Aber ich verstehe halt nicht, warum man Numerino nicht rausgenommen hat. Ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen bei Silent seine Truppen, da reicht eine Atombombe aus, Thema erledigt. Oh, hier oben. Hier oben passiert was? Ah, Merlinix. Ja, es tut sich was auf der oberen Hälfte. Ja, Alu sollte zusehen, dass er einen Bau gebaut kriegt, noch ein oder eine Werkstatt. Der hat links liegen, der hat links. Ja, ja, aber wenn Marc wollte, könnte er die rausnehmen. Und Grün hat es irgendwie geschafft, auf die Autobahn zu kommen. Ja, und hat auch da sämtliche V2s zerlegt.
Sehe ich gerade, ja. Keiner baut meinen Erste-Hilfe-Truck. Gab einen Erste-Hilfe-Truck? Doch, irgendjemand hatte einen. Jo, Merlinix. Steht relativ weit in seiner Hauptbase. Das war da, wo ich dachte, der hat einen Atomwagen. Ja. Ist schon eine Werkstatt. Da stand der irgendwo vorhin. So, jetzt zieht er sich auch wieder zurück. Was einfach mal der Silent zu stehen hat, ne? Wie viel möchtest du bauen? Ja. So, ich muss arbeiten. Ja, Profi, vielen Dank, dass du reingeguckt hast, ne? Vielen Dank für deine Mühe. Du kannst ja leider auch nichts dafür, dass sie den Alu eigentlich schon fast niedergemacht haben. Aber geile Map. Ja, die Map-Idee ist cool. Also auf jeden Fall. Ja, jetzt lassen sie Alu in Ruhe. Ja, aber Alu nutzt es nicht. Werkstatt, Bauhof. Fehlt irgendwie noch. Ja, aber gibt gerade auch. Ja, jetzt gibt er wieder Geld aus. Aber auch nicht viel. Wenn du auf sein Geld schaust, er steht still. Baut keine Truppen nach nichts. So, der Martin probiert hier die Raketen rauszunehmen. Ups. Alter. Feuer. Oh, hat er nicht mehr geschafft. Oh, und hier geht es jetzt ordentlich zur Sache. Zeig ihn gegen Mark. Naja. Ja, jetzt kriegt Mark was auf die. Ja, es wird halt nur nicht reichen und Alu fährt genau in die Reichweite der Tesla-Spule. Also eigentlich sollte sich Alu da raushalten, ja? Warum er damit mitmischt, weiß ich nicht. Es ist nicht clever. Nicht so ganz. Nee. Der Martin spielt ja auch so ein bisschen rum an der Seite, hat jetzt die O2s großzügig weggenommen. Ja, der Rest steht irgendwie noch hier so in seiner Base und wartet, dass sie was machen können, ja. Ich denke mal vermuten eher so, wollen herausfinden, was bei Minute 60 passiert. Guck, da Atomwagen. Bei Puwagel, eigentlich durften sie den Stream nicht anhaben. Eigentlich. Ja. Weiß ja nicht, was mein Oberbeauftragter Deri sagt, ob irgendjemand im Stream ist. Na, ich denke, der hat diese Schuhe. Ja, na, ich finde das ja immer nicht mit, weil ich habe ja keine Sound an. Mit Discord, weil die sind deaktiviert, sobald UBS läuft. Ja, Kevin hat recht. Alu sollte die Base weiter aufbauen, seine Heimbase, wo immer es nicht macht, keine Ahnung. Ja. Lanti, der Extreme fragt, ob du an sein Date denkst. Ja, natürlich. Logisch, Extrem. Mit meiner Guten ist auch schon alles abgemacht. Weil da ist Ende des Monats, oder? Nee, Ende nächsten. Genau, am 31. Mai, eine halbe Stunde von mir entfernt etwa. Da hat er vor einem Monat schon gesagt, ob ich mal Lust habe, unschönes Gesicht zu sehen. So. Ja, machen wir dann halt direkt ausgemacht, klar. Komme ich dann abends nach der Spätschicht rum. Meine Bruder hat auch frei und. Oh, na schon. Naja, warum nicht? Gib. Nur so. Selten, das ja. Nur so kommt die Community zusammen, ne? Auf jeden Fall. Was fährt denn hier für ein Sprengen? Keiner ist ein Stream. Das ist gut.
Das Lustige ist halt, wie sie sich gerade eigentlich so ein bisschen auf Marc gerade konzentrieren, ne? Und Marc sich gerade hier mit zwei Spielern rumprügelt, ja? Während das sich alle Mühe gibt, einen Alu am Leben zu lassen. Ja. Ja, wenn du überlegst, der Silent schießt gegen Marc und es kommt Madin auch noch von rechts. Guck, Madin hat extra eine vorgelagerte Base vor Alu aufgebaut. Das war ein Sprengwagen. Ja, das wird dieser Rip-Wagen gewesen sein. Oh. Der hat ordentlich was weggenommen, Alter. Hat den Bauch fast zerstört. Ich habe aber jetzt gerade was Falsches erzählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, du warst gerade beim Alu. Nee, ich war gerade beim Madin. Da war ein Sprengwagen. Und der Sprengwagen hat ordentlich Schaden gemacht. So, Showdown hier bei Marks Haustür. Alter, er muss die Flak-Trupper da wegnehmen. Das nimmt ihm zu viel. Genau. Und es ist trotzdem sehr interessant, dass ein Merlinix und ein Numerino sich weiterhin raushalten. Wundert mich auch. Ja, vielleicht muss man die mal anstupsen. Aber Merlinix hat auch chronische Kohlemangel. Also entweder, guck, der hat das Kristallfeld nie erschlossen. Ja. Da kommt jetzt mal ein Sprengwagen rüber. Oh. Und der Alu traut sich mal auf die andere Seite. So wie der Marc. Ja, früh, fairerweise, oh, Marc ist schon längst drüben gewesen. Da ist eine Tanja. Komplett tanzbar. Aber die Tanja wird hier nicht durchkommen, weil da Tesla-Spuren sind. Naja, vielleicht ist aber auch so, dass die Tesla-Spulen nicht auf Tanjas schießen. Meinst du? Ja. Das wäre jetzt noch das Ding, dass das eingestellt hätten, dass sie da nicht drauf schießen. Also Prof, du bist ja schon eine ganz schöne Ratte. Da steht, die Kristalle geben minus 50 pro Schaufel. Was? Ja! So geil. Die sammelt auch keiner, ne? So großartig, oder? Ja, nicht mehr. Ich denke mal, das haben die schnell mitbekommen. Doch, der Medin sammelt, hat da oben kurzzeitig gesammelt, aber. Kannst nur. Ach nee, der konzentriert sich dann nur auf die Erze. Ja. Geil. Also musst du am Anfang eigentlich hier die Kristalle wegsammeln, damit das Erz sich ausbreiten kann. Das. Ja, die Frage ist halt, die trauen sich alle nicht so richtig da drüben, obwohl jetzt Numerino, glaube ich, fährt jetzt mal rechts rüber zum Madin. Ja, ich denke mal, da wird sich für den Angriff von vorhin revanchieren. Ja, der Madin ist gerade so ein bisschen. Ja, guck mal, da kommt eine V2. Ja, Madin ist los. Er hat gerade getestet, ob er eine eigene V2 auch diese Atombombe drin hat. Hat sie? Oh. Wieso glaube ich, dass er jetzt eine Umstellung seiner Taktik vornimmt? Ja, vor allem, ja, braucht bloß 2, 3 hier reinschicken. Oder sagen wir 4, 5. Ganze Panzer ist weg. Ah, du musst die halt so stückchenweise vorschicken. Ja. Ach, die Tanja kann nicht. Siehst du das hier? Die Tanja. Die ist Blitze.
Der Blitztanja. Ja! Ist sie geil. Aber auch gleich mehrfach Blitz, siehst du das? Ja. TT, Tesla Tanja. Tesla Tanja, Alter. Nachladenzeit 220.000 statt 400 normal, okay. Ja, gut. Ein gewisser Ausgleich muss geschafft werden. Ich glaube, die V2, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, Merlinix tut jetzt erstmal sein Killkonto aufbessern. Siehst du das, was dir da an Schaden macht? Mhm. Oh, hat die eine Panzerung. Boah, hält die was aus. Überfahren. Fünf Tanjas vorschicken. Ja. Ach, eine Tanja kostet 20.000. Ja, Wackel, das ist richtig. Ne? Du musst halt schon überlegen, was du machst. Aber irgendjemand muss hier mal was machen. Weil wenn du überlegst, die unteren beballern sich hier schon gut. Oben ist so ein bisschen zurückhaltend. Marc geht immer wieder in die Offensive. Oh, Alu greift gleichzeitig an. Ja. Ich habe so das Gefühl, als wenn die unteren jetzt zusammenarbeiten gegen die oberen. Würde Sinn ergeben, aber warum schickt Marc seine Gruppen mal außen rum? Das ergibt ja gerade keinen Sinn. Weil er reinfahren will. So. Er macht auch gerade echt guten Schaden, ne? Oh, Chrono. Chronosphäre. Martin will den Bauch nehmen. Hat der falsche Einheit hochgeschickt, da hätte er so einen mittleren Panzer hochgeschickt müssen. Mm. Warum zieht jetzt hier Numarino alles zurück? Weiß ich nicht. Ich warte auf den Mettpanzer. Ja. Hat bisher keiner gebaut. Hast du die Reichweite über die ganze Karte erweitert oder was? Ja, Prof, erzähl mal, was hast du denn damit gemacht? Ja. Bin ich gespannt. Oh ja, hier, der kleine Panzer. Der mittlere. Schießen durch Sniper aufeinander. Ja. Die Einheit hätte. Ach, da wäre jetzt hier die. Medin geht wieder zum Angriff über Richtung Mark. Zuschauer, wenn ihr einen Hund hört, der wollte auf meinen Schoß. Wer den geht bei Alu in seiner Hauptbase rein? Ja, ich sehe es gerade. Aber Marc räumt oben jetzt mal gut auf, ne? Also. Das scheint jetzt mal wirklich ein Ende herbeibringen zu wollen und. Ja, es wird ja mal Zeit, ne? Jetzt eine Buchinstellung. Blechbubi, tanz mal. Ja. Danke für den Follow. Vielen, vielen Dank, Robux. Ich dachte jetzt, Alter, was ist denn das für ein Mannequin, was da auf dem Bildschirm rumläuft? Ich habe aber auch gerade erstmal geguckt, was das war, weil es hätte ja auch ein Sound sein können von Twitch, was die Leute einspielen können. Das wurde mir aber nicht angezeigt. Und dann habe ich aber gesehen, dass das ein Follow war.
Herr Puwacke bestimmt nicht. Wurde kein Verrat. Nee, das ist immer das Besondere an solchen Karten und Maps. Oh, hast du gelesen, was der Mettpanzer macht? 90% Schaden statt 30. Geil. Aber Puwacke und Neibar zu beantworten. Bei solchen Special Maps ist das wirklich immer so, das erste Mal diese Map zu spielen ist dieses Highlight. Weil keiner weiß, ja, Alu wurde in der Mitte rausgenommen. Oh, weil keiner weiß, was einen erwartet. Weil wenn du die ganzen Modifikationen kennst, da hast du es dann, dass dieser Überraschungseffekt, dieser Wow-Effekt komplett weg ist. Ja, haben sie den Alu einfach mal jetzt doch... Nee, nur die Hauptbase. Der hat noch links seine Base. Ja, aber da kann er nicht sammeln, weil Mark ihm das nicht ermöglicht. Ah. Höchstens hier oben. Ja, ihr könnt höchstens hier oben da ranfahren, ja. Aber die Passivität von Merlinix wundert mich. Vor allen Dingen, wo hat er die ganzen Kills her? Ich meine, Numarino ja auch. Der rückt jetzt gerade wieder gegen Mark vor. Mhm. Also es fällt auf, Mark ist hier wirklich unser Amboss die ganze Zeit. Ja. Also Mark macht halt die ganze Zeit Action und jetzt kommt hier halt der Muddy noch mit dazu bei Mark. Mhm. Warum sie den Alu da rausgenommen haben. Vielleicht Merlin seine Atomrakete auf die ganzen Units. Das kann natürlich auch sein, ja. So, und Merlinix ist sozusagen fast rausgenommen worden. Ach, Merlinix, der Silent. Er kann halt nichts mehr bauen. Nee, da ist eigentlich erledigt. Eigentlich könnte Martin jetzt hier auch mal den Sack zumachen. Und könnte jetzt hier mal den Mark rausnehmen. Er hat ja, jetzt genug da. Naja, das Bild ist jetzt, Mark hatte jetzt gerade einen großen Angriff von Numarino abzuwehren. Ja. Jetzt geht er hier dagegen vor. War das ein einfacher Atombomben? Ja, da kam gerade ein einfacher Atombomben rein, ja. Ja, Martin muss in die Zeit halt jetzt das hier wegnehmen. Muss halt dann runterfahren, weil unten ist die Def nicht so hoch. Und die Türme, das ist halt für Martin halt... Macht für Martin halt keinen Sinn. Oh, was kommt denn hier? Hubschrauber! Wir wechseln mal kurz die Front. Ja, spannend, was die machen. Ach, ganz normal. Fast schon langweilig, oder? Ja. Ein bisschen. Also Prof, da bauen wir dann nächstes Mal auch noch irgendwas Special-mäßiges Feuerbälle oder so. Moorpumpen. Aber jetzt kriegt Madding gerade die Quittung. Ups. Ah, Martin hat gut Schaden gemacht beim Mark, ne? Ah, es könnte auch langsam das... Nee, die Einheit reicht nicht mehr aus. Aber, na, ich dachte, sag mal 10, 15 Panzer mehr und Mark wäre am Ende gewesen. Ja, Alu müsste jetzt die Vorbase von Mark hier rausnehmen. Die ist da einfach komplett im Weg. Ja, du musst halt auch fairerweise sagen, gerade wenn du Mark Zeit zum Eingehen gibst, also der ist schlimmer als der Zecke. Alles klar, Lanula, geh du mal. Viel Spaß, Ladyboy. Viel Spaß. Ciao, ciao, Lanula. Mach das.
Aber was mich ein bisschen stört, ist die Passivität von Merlinix und Nomad. Ja, es ist zu ruhig. Also hier Madin, alles klar, der hat einen Alu zwar unten rausgenommen, aber der hat auch mit Marc sich rumgebasht, der ist bei Numarino reingegangen, die haben alle ihre Sachen gut gemacht und die zwei halten sich extrem zurück. Ja. Silent ist auch erledigt. Ja, der macht ja nichts, ne? Der, der hat bloß noch seine U-Boote, die Ladehemmung haben. Ladehemmung, das ist... Muss man ja mal so sagen, ne? Also. Weil sie können ja in dem Moment, oder sie können ja nicht wirklich schießen, ne? Das ist ja irgendwie. Ja. Die stehen da halt rum. So, hier kommt auch wieder eine ganze Flug am Maler hier runter. Da kommt auch ein Mammutpanzer mal rein. Oh, Martin hat sich jetzt aber vorbereitet. Oh, das ist teuer. Das ist richtig teuer. Ja, ich bin immer der Meinung, die Helis kannst du nicht so gut abwehren wie den Mix, weil die halt dafür viel aushalten ist, was ich meine. Ja. Guck mal, das Reparieren der Gebäude geht aber auch schnell. Die Torpedos sind zu dick fürs Torpedorohr. Oh, da ging der Dumbum rein. Ja, und der Markt kann sich wieder aufbauen, ne? Mhm. Also an Alu-Stelle hätte ich die Frontbase hier weggenommen. Ich sagte, dass du wie ich hätte Marks Frontbase weggenommen, wo er gerade die Chance hatte. So, jetzt müssten ach nee, da guck, da lässt er da oben die paar Einheiten noch am Leben. Und wenn die ist, lange die Einheiten nicht zerstört werden, hat die U-Boote nicht aufgedeckt. Ja. So, und jetzt haben wir mal hellblau gegen dunkelblau. Mein ganz seltenes ja, Phänomen. Bisschen beeindruckt bin ich. Ich glaube, die schweren Panzer sind ja wirklich ein Nachteil. Bist ein bisschen leise. Ich bin ein bisschen leise. Ja. Ich sagte, die schweren Panzer hier sind hier absolut im Nachteil. Wenn du den Schaden anschaust, der Mammuts, der mittleren, der leichten. Ah, da sind drei Tanjas dabei. Okay. Ja, man hört sie. Sind gerade ein bisschen gestorben, ja. So gehen 60.000 den Bach runter. Ja, und Alu jagt hier die Sammler. Auch sehr lustig. Also die Verteidigung von Merlinix hat gut standgehalten. Ja. Gegen die Blanke. Ja. Aber noch ein paar Wellen mehr davon, das reicht nicht. Ja, aber guck mal hier, da, ich weiß nicht, was der Numarino da aufgebaut hat, aber der hat keine mobilen Einheit mehr groß. Einfach mal massig Türme hier hingestellt, ey. Mhm. Ich dachte eigentlich, wo der Martin rausgefunden hat, dass die V2s hier auch Atomraketen haben, dass er so 5 bis 10 V2s Werfer baut, weißt du, weil das ist wie so eine Abrissbirne, die dann vorwärts marschiert. Ja. Könnte er super handeln, indem er seine Panzer vorschickt als Tanks und dahinter einfach die V2. Aber irgendwie ist darauf keiner so richtig gekommen. Nee, er hat das getestet und gut ist. Ja. Vor allen Dingen baut er jetzt wieder schwere Panzer. Frage ist, passiert was kurz vor dem Ende oder nicht? Ach, sind ja noch 16 Minuten. Gibt es einen Massenverkauf oder nicht? Hier fliegt immer irgendwo ein Atombombe rein, ja?
In der Mitte hast du noch 2v2 Werfer. Jetzt weiß ich nicht, ob die das sind, die schießen. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls. Hier wird die Front verstärkt. Ich habe da fahren immer noch durch die Gegend, Alter. Also alle nimm die doch mal raus. Danke. Einfach Bankstellen rausnehmen. Ich krieg Kollaps, Alter. Auf Kistenjagd. Ne, die fahren hier die ganze Zeit schon nur im Kreis. Weil sie halt zu schnell sind. Ja, ja. Da brauchst du den mittleren Panzer. Er hat ja die Kleinen hier schon, die ja wie die Ameisen angreifen. Mhm. Ah, die müssen halt im Nahkampf ran. Ja. So, rechts tut sich wieder was. Der Numerino. Ja, das überlegt er sich zweimal. Da hat ein V2-Werfer dabei. Aber ich weiß halt nicht. Aber nur ein. Ich glaube, dass sie ihn da vorhin gebaut hat. Alter! Dann mit Panzer reinjagen und Feuer frei. Oh, mal hier ist auch eine. Oder V2. Na, wann setzt er die ein? Da kommt sie. Oh! Nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Was macht denn Alu hier? Zum Angriff übergehen. Ja, schon. Irgendwie verpuffen seine Panzer gerade. Das macht nichts mehr, die nützt das, guck mal. Ja, aber da oben ist nur die VV2 und die ist auch bereit. Nur die schießt nicht automatisch. Die hat gesessen. So, hier wurde was vom Market weggenommen. Ich glaube, das war mehr Linux. Hast du gelesen, was der V2 kostet? 30k. Aha. Ja, kann Madina locker 2 bauen. Guck dir mal das Geld an. Oh, jetzt geht Mark zum Angriff wieder. Oh, Spione. Was? Ich glaube, Merlin wollte nicht, dass Marx AA seine Elite beschädigt. So, langsam haben wir einen leichten Druck da hier auf der Karte. Es wird langsam ein bisschen viel. Ja, jetzt kommt die Lex rein. Ja, es wird Zeit, dass sie jetzt mal was rausnehmen. Irgendwo war schon wieder was Chronoviertes. Ja. Ja, Krone würde mich auch mal interessieren. Vielleicht ist er 10-mal so groß. Der Flugroute der Helis beim Kaufen kannst du nicht beeinflussen. Deswegen ist es immer gut, wenn du weißt, von wo sie kommen, da drüber einzustellen. Alter, guck dir mal das, das gewaltige Herr von Mark und Marino, Medina. Ja, die aufeinander krachen und die Lex auf. Ja, es ist halt zu viel auf lange Zeit, ne? Weil einfach ja. Zu viel. Die nutzen halt die Einheit nicht, ne? Die stellen sich halt hier rein. Ja, natürlich ist das halt bei dem 6 vs 6 halt immer. Oder bei jeder gegen jeden ist es halt. Schwierig, aber irgendwas musst du ja machen. Hm.
Und im Endeffekt tümpeln die hier auch bloß rum. Ja, Pomerino wird so ein bisschen rausgenommen. Nächste Fabrik ist weg. Lange geht das Spiel schon, Prof? Wir haben jetzt schon 15 Minuten, haben wir jetzt ungefähr rum. Ja, 10 Minuten sag haben wir noch. Mal, bei 60 Minuten wird das, gibt es da diesen Verkaufs-Bug in Klammern. Verkaufs-Bug. Ich würde es feiern, wenn irgendwas kommt. Ah, noch 10 Minuten. Noch 10 Minuten, okay, irgendwas kommt. Mich würde es auch nicht wundern, wenn alle verlieren außer Alu. Na, das war doch bei der Karte bei mir auch so gewesen. Bei allen wurde. Ah, Fire Sale. Bei allen wurde verkauft, außer bei mir nicht. Gordi, moin. Ionensturm, auch nicht schlecht. Der Ionensturm, ja. Das wäre es von Tiberium Zand. Ionensturm, oh, die haben dir ja ganz schön böse mitgespielt, wenn sie den falschen Moment erwischt haben. Mhm. Jo, guck, alle Fires her außer Alu. Ja, das wird aber Alu nicht viel bringen, weil wenn du die Macht von Mark und so was anguckst, Alu hat dafür zu wenig Einheiten und der hat kein Geld. Nee, bei Mark hat sich auf die Sammelposition gesetzt. So, die fahren jetzt hier so ein bisschen hin und her. Er hat ja immer noch einen Sammler, Alter. Ich verstehe aber nicht, was Martin macht, weil Martin hat seine Basis jetzt preisgegeben. Hat Grün noch was? Weil die U-Boote tauchen. Nee, auf. Jetzt müssten sie langsam auftauchen. Oh, jetzt geht hier mal Martin rein. Ich will mal Hallo sagen. Da stehen aber Tanjas bei. Da sind die Guten. Und da muss man sagen, dass die wirklich Sprengüber sind, ne? Hier los, Alu. Da muss er durchfahren, da muss er einfach drüber fahren über alles. Weil er hat die falschen Panzer dabei. Ja, hält mir ja nichts aus, Alter. Aber langsam müsste das Spiel wieder flüssiger werden. Ja, es dauert halt noch, weil noch so viel noch in Bewegung ist. Mark geht nicht mit rein. Martin hat noch in der Homebase noch was zu stehen. Und ich glaube, Mark geht jetzt auf Martin. Haben die noch eine Rechnung offen? Scheinbar, aber guck mal, jetzt fängt nur Marino von hinten an. Ja. So ist die Frage. Also von Martin finde ich die Aktion gut. Ja, wir gehen jetzt mal hier runter und jetzt probiert der Mark sich. Alter, was hier ein Turbo steht. Wahnsinn! Also da geht so viel kaputt. Und der Mark will einfach nur runter, aber er kommt nicht runter. Die Geschütztürme sind noch besser gestellt als oben bei Malinex durch dieses. Ja. Mustlaub drinne. Numerino zum Beispiel verliert jetzt hier den Kampf. Dachte, er könnte da mitmischen. Aber konnte er vergessen. Nee, weil sie alle noch diese schweren Panzer gebaut haben. Das Problem ist, Mark wird hier nicht reinkommen. Da steht immer noch zu viele Tumme. Der boxt sich zwar durch, aber die Verluste sind so hoch. Ja. Er kommt hier halt nicht rein. Er müsste hier oben das alles wegnehmen und da haben sie sich so eingebunkert. Vor allen Dingen jetzt ist Mark im Nachteil, wenn er nicht, wenn hier der Fire Sale kommt.
Er hat jetzt den Großteil seiner Offensivstreitkräfte verloren. Ja. Ja, noch 6 Minuten. Ja, da. Zeigend hat bis auf Treppenputter alles verloren. Echt, ja? Naja, ich glaube. Tauchen auch, ne? Ja, ich glaube, Melinix hat ja die rausgenommen. Ja. Und Alu baut sie nach oben. Ja, Profi, wir werden ja sehen, was mit Alu passiert. Ob da nicht auch alles verkauft wird. Muss ich gut arbeiten. Ja, und ist auch die Frage, ob wir danach noch ein Spiel sehen. Ich weiß nicht, ob die schwere Liga oder die erste Liga noch ein Spiel machen will. Ich weiß es nicht. Hat heute auch nicht alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, aber wir haben es doch noch geschafft, alle Spiele zu zeigen. Und das ist schon mal die Hauptsache. Wenn du bedenkst, was Madi an Cola hat. Ja, 61 Grad. Naja, der Osiris gebaut, ne? Einiges, ja. Oh. So. Jetzt hat er. Mark, seine Offensivkräfte wurden gerade schwer dezimiert, wurden von Atomwaffen getroffen. Ja, aber bei, glaube ich schon, habe ich schon fast gedacht, dass du raus bist, weil es zu spät wird. Das ist ja kein Ding. Ja, es läuft wieder flüssig, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber guck, sie haben so viel Kohle und dann ein Flugfeld für die ganzen Helis. Ja, ja, ein paar mehr hat er ja, aber. Aber baut Madin gerade nichts oder baut er Spezialeinheiten? Madin baut also Panzer. Madin baut schwere Panzer gerade. Noch 3 Minuten 30. Ich bin gespannt, was passiert. Da geht doch vor allem die Sicht verloren, ne? Ja. Sollte sich Merlinix beeilen, seine Schiffe hier rauszunehmen. Er kann die danach nicht mehr aufladen. Ich glaube, die wissen das nicht. Bleib doch dran. Bleib doch dran. Immer in Bewegung halten. Da. Ah, Silent ist raus. Ja, das Problem ist auch, Mark Hürz kriegen sie dann nicht mehr raus, ne? Weil, ja. Aber da hat sich Fucker gehalten. Ja. Benny, danke für das Teilen des Lives. So, ja, noch. Alles ist. Alu weiß es. Ja. Oh, Alu weiß es. Ja. So, noch 1,30 knapp. Gucken, ob der Timer hinhaut. Aber wie ist denn das, wenn du jetzt keine Gebäude mehr hast und hast eine Kiste mit einem Bauhof? Den kannst du nicht aufstellen, der wird verkauft. Ah! Das bedeutet nämlich dieses Auto-Sale oder das Fire-Sale. Bleib aktiv. Ah, ich dachte, es ist nur so ein kurzer Befehl, weißt du, so zack.
Er ist dauerhaft. Ja, Kevin, er kennt die Default-Spyboner, macht's aber nicht. Das ist ja das Komische. Ich meine, es kommt jetzt auch drauf an, wie lang die Bauzeit ist. Na, das dauert bis aber. Ich hätte davon ein paar Stück gebaut, glaub mal, Alter, vorgeschickt und dann immer die anderen Panzer vorgeschickt und immer rein. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Auf dem Berlinex hat keiner gewettet, also. Ja, da kam wieder eine Atombombe. Rum. Oh, da war der Autoziel. Cool. Und Alu seien sie jetzt aber auch mit, weil Alu nicht mehr auf seiner Startposition war. Ach, weil er unten nicht mehr ist. Ja. Und kann es sein, Bruch, dass die Einheiten jetzt automatisch sich bewegen? Weil keiner sind automatisch losgefahren. Aber alle zeitgleich, ne? Ja, die sind zeitgleich losgefahren. So, wir bleiben mal beim Alu. Oh ne, wir gehen hier hoch. Wir treffen jetzt alle drei aufeinander. 6 Minuten Bauzeit nach V2. Mit den Schiffen gewinnt man, ja. Oh, das wäre natürlich mies, wenn der Atomwaren in den eigenen Reihen da jetzt hochgeht. Ja. Ah, dieses Auto-Sale ist schon geil. Das ist ja in der Spezialliga auch aktiv. Deswegen gibt es in der Spezialliga kein Unentschieden. In der Spezialliga gibt es nur entweder einen Gewinner oder einen Verlierer. Alu hat noch ein Schiff auf dem Wasser. Ganz unten. Nee, Alu ist raus. Hä? Alu hat ah! Alu hat aufgegeben. Mag das Glück sein, entweder hat er seine Einheiten wieder unter Kontrolle. Weil der kann jetzt warten, bis er sich da drüben die Köpfe eingehauen hat. Mark stellt die hier so hin, ja. Hier links sind noch die Helis, der eine ist noch eine Luft. Alter, ist hier was los, ey. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Mark und Medin eigentlich hier die Gewinner. Ja. Weil waren für mich der aktivsten, also du siehst das auch an den Kill-Einheiten, was der Mark hier gemacht hat, was der Medin gemacht hat. Also die zwei haben ein Top-Spiel hingelegt. Warum nennst du nicht immer Medin? Das ist doch der Madin. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ganz am Anfang gesagt, hey, Medin, darauf hat er reagiert und seitdem habe ich es mir so gemerkt. Madin. Das war wie Junker. M-A-D-D. Okay. Hallo, M-A-D-D. Hier ein Fehler? Ja. Was? Hier ist ein Panzer, da fahren die durch. Das ist ein Anzeigefehler. Ach, hier. Hm. Sieht aber gut aus. So. Dann traut sich ja keiner fertig zu machen, oder wie? Ja, jetzt haben sich wieder getrennt voneinander. Ja. Ja, ich warte jetzt hier noch 5 Minuten, bis wir alleine schaffen. Ansonsten gehen wir dann da mal rein und sagen den Leuten mal, gib mal Gas. Ha. Weil die sind jetzt weggefahren. Sie haben ja nichts mehr. Ja. Aber Numarino jagt ihn wenigstens. Also er will es zu Ende bringen. Ja, Marc, setzt es einfach nur aus. Fahrt meine Mädel zu den 2 V2s, ja, das wär's.
Obwohl seine Einheiten, das sind die mit dem Sniper-Schuss. Also die würden das ja eigentlich alles wegrotzen können. Mark bescheißt. Ja, natürlich bescheißt Mark. Ja, der gehört auch in der eigenen Schummelliga. Guck, fährt er mit einem Panzer hoch. Was will denn das? Ach so, wollen Merlin nichts erst rausgehen. Ja, keine Ahnung. Also wir nehmen hier gerade... Das Problem ist, dass da ein Heli in der Luft ist. Und ein paar... Da braucht er seine Flak-Truppe, die unten gerade aufs Spiel sitzt. Dementsprechend das nicht aufkriegt. Ach, wahrscheinlich landet der da nicht weiter dieses. Ja. Kröde. Drei Hills landen nicht. Leicht ungerechte Berichterstattung gegen Mark. Nein! Ja, sind nicht gekauft, wir sind nicht parteiisch, wir sind einfach nur der Meinung, Mark bescheißen. Ja. Aber der Martin wird rausgenommen. Martin ist raus. Ja, und jetzt hat er halt gewartet, ne? Das ist halt Mark. Aber hat er die Sicht oder was? Oder weiß er, wohin er fährt? Nö, war? Aber er hat sich wahrscheinlich einfach gekonnt rausgehalten. Also wer schon mal einen Markensieg einfach absprechen gut ist. Was Alu? Was hier was? Auch den Geburtstagsbonus hat mir den Verbündeten gegeben. Hä? Ja. Betrug? Ach, Silent, nicht Betrug. Ach, Vitamin B. Ja, schauen Sie es hier noch. So, der ist weg. Der muss aber aufpassen, dass er eben... Ja. Mark hat auch noch Flak-Troopers dabei. Simon, ja, die sehen auch, wer raus ist. Lass ihn doch den einen Heli noch nehmen. Alu, nee, du warst, ich glaube, der dritte, der raus war. Ja, jetzt macht Mark zu Ende. Sogar der Bob sind vorne dabei. Ja, stimmt. So, muss er nur noch den Heli holen. Jetzt wär's natürlich kacke. Oh, keine Flak-Trooper mehr. Match abgeschlossen. Lacht weg sein. So. Hallo. 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 Also Marc wird jetzt dick erstmal aberkannt. Richtig. Nein. Wie immer halt. Ich hab Alu am Leben gelassen. Das ja. War mein Geburtstagsgeschenk an ihn. Ja, aber erst ja. Ihm mal die halbe Base nehmen, ne? Mit Muddy. Der ist so Schweine, ja. Und dennoch sich rausreden. Ich hab ihn doch am Leben gelassen. Ja, der halbe Körper ist weg, aber er lebt noch, ja. Schön. Ich habe meinen Flak nicht rausgenommen, ich bin da wieder zurückgefahren. Ja, also aber du bist dann auch reingefahren. Fairerweise. Ja, wo denn, er hatte sich ja auch schon wieder ausgebreitet. Aber nein, es war fairerweise, fairerweise, wir wollten eigentlich so sagen, Mark und Medin haben am besten gekämpft. Mark durch dein Heraushalten und in der Ecke zurückkriechen, wird leider Medin als Sieger erklärt. Merlinix hat geschummelt, der konnte Helis bauen. Ich glaube. Ich habe auch Helis bauen. Ich konnte keine Helis bauen. Warst du Russe? Nein. Und ich konnte eigentlich alles bauen. Wo kam ich gar nicht so weit? Ja.
Alu, also mit dir tue ich demnächst mal ein separates Bootcamp machen. Wie baue ich eine Basis? Das Ding ist auch, dass Alu überall mischen wollte, anstatt er sich seine Hauptbase erstmal wieder aufgebaut hat. Nein, er hat schon wieder überall mitgemischt und wundert sich dann, dass er halt angegriffen wird. Statt, dass ich hab Alu gesagt, komm gleich, fahr mal zu mir dann über, da bist du sicher. Dann bauen wir da erstmal auf wieder. Da hast du eine Geldquelle, da kannst du alles machen, was du willst. Ja, und hast sie mit deinen Türmen trotzdem seine Sammler weggeschossen. Ja. Du musst erstmal eine Rapsfeld hinbauen. Ja. Aber meine Frage, warum habt ihr eigentlich eure Schiffe so schlecht eingesetzt? Ich konnte nicht schießen. Nichts machen. Das war so schön. Der Prof hat immer reingeschaut und hat reingeschrieben, huhu, die bauen Schiffe, die haben Ladehemmung. Ja. Und hättet ihr einen Mad-Panzer gebaut, ne? 90% Schaden statt 30. Ah. What? Ja. Ihr habt keiner gebaut. Der wäre wahrscheinlich auch wieder so arschteuer gewesen. Weiß ja nicht, aber Prof hat gemeint, der Mad-Panzer macht uns 30% Schaden. In diesem Fall wären es 90% gewesen. Eine scheiß V2 kostet 20.000. 30 und kostet. Ja, 20 geht kostet. Und dauert fast 6 Minuten. Eine scheiß V2. Ja, aber die hat auch 5.000 Schaden gemacht mit ihrer Rakete. Eben, ja. Ich dachte, das hattest du gesehen, wo du auf dieses Erzfeld geschossen hast. Haben wir gesagt, hey, cool, guck mal, da haben wir gesehen. Der hat sie getestet. Prof schreibt, nein, mit Panzerbauzeit war normal. Mit Panzer. Ja. Mit Panzer hat halt keiner gebaut. Richtig. Nee, aber war richtig geile Map. Ja. Richtig cool. Was halt ein bisschen schade war, dass halt die obere Bereich sich so ein bisschen Ruhe gelassen hat, währenddessen ihr unten erstmal ordentlich Action gemacht habt. Fast den Alu rausgenommen. Alu auf mich. Und gut. Ist ja jeder seine eigene Spielweise nachher. Es hat doch noch ein bisschen was passiert oben. Oder wir mussten ja nach oben, weil ging ja irgendwann ja anders. Aber super, sehr, sehr schön. Da ja gerade Prof im Chat ist, danke Prof für die schöne Map. Ja vielen Dank. Vielen Dank dafür. War richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und wäre der Alu auf seiner Hauptposition geblieben, hätte er nicht verkauft. Sondern nur ihr. Echt jetzt? Was? Was verflucht, ey. Da du aber auf deiner Startposition nicht mehr warst, hat auch für dich der Sale eingeschlagen. Wie geil. Verdammt, das hätte ich wissen. Da hätte ich ja nur ein Gebäude stehen haben müssen, so ungefähr. Richtig. Ja. Martin, hast du echt 1 Million Ressourcen gesammelt? Du bist so ein Geier, ey, wirklich. 1.048.000. Vor allen Dingen, wann habt ihr mitbekommen, dass das Kristallsammeln euch Geld abzieht? Nachdem ich mich davon ziemlich früh habe, den Abzug. Ziemlich früh, ja. Ja, was hat Prof geschrieben? Minus 50 pro Schaufel. Ja. Ich habe immer gewundert, warum der immer nur einen eingesammelt hat. Ja. Ich immer mal klick, 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 klick. Bis er voll war und dann, wo ist mein Geld hin? Genau, er hat den nicht automatisch eingesammelt und deswegen haben wir schon gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Wir haben viel, wir haben viel gequatscht in den ersten 10 Minuten, aber wie gesagt, war echt geil. Ja, war sehr gut gemacht. Ist sehr gut gemacht. Ich hoffe den Leuten, die den Stream geguckt haben, hat es gefallen. Muss man mal nachfragen. Ich hoffe auch. Weißt du? Jo. Prof schreibt sogar schon, die nächste Map gibt's zu Katas Geburtstag. Also die im Stream, die fanden es sehr schön, bis auf Marc sein Gekämpel, Medin sein Alu-Gekloppe, Merlin sein Enkelbunker, Numarino sein Nichtsmache und Silent Steph sein Gewarte. Aber der Rest hat top gespielt. Ja. Da ist ja nicht viel übrig. Traumhaft. Nein, Alu habe ich nicht aufgezählt. Ja. Sie fanden es sehr lustig, muss man wirklich sagen. Ja, aber halt wirklich viel zu sehen war, was halt auch viel ging, ne? Und wie gesagt, es wurde ja nicht alles getestet. Er hätte gerne den Mad-Panzer gesehen. Yep. Ja. Er hätte gerne länger überlebt. Verdammt. Ja. Gut, aber ich bedanke mich für das schöne Spiel. Ich werde mich kurz verabschieden und bin dann gleich für euch da. Gleich. Ne? Jo. And her wings are falling asleep.